Willkommen zurück, ihr lieben Freunde meines Kanals, hier zu Remnant 2. Die Aufgabe ist einfach, wir müssen größere Gegner besiegen. Die Frage ist eher, wo wir sie finden, und dafür sind wir jetzt hier im nächsten Gebiet unterwegs, nämlich im verwelkenden Wald. Das ist ein Teil des Roten Throns. Das könnte auch ein Startgebiet sein, der Rote Thron. Aber wir haben es jetzt halt erst als drittes Gebiet, wobei ich langsam glaube, dass das Labyrinth als zweites Gebiet gesetzt ist. Denn dort treffen wir ja das Auge, und das ist ja für die Story schon relevant. Und das Spiel kann uns jetzt ja nicht an der Nase herumführen und sagen, oh, wenn du das Auge erst ganz zum Schluss hast, kommst du im Spiel nicht voran. So, die Gegner sind hier auf jeden Fall ziemlich cool und mal was anderes als das, was wir bisher hatten. Wobei, wir hatten ja auch schon im Labyrinth andere Gegner als da vorne. Wir hatten ja auch schon im Labyrinth andere Gegner gehabt als im ersten Gebiet. Da habe ich doch noch einen Schuss gehört. Oh, da kommt ein größerer. Soll nur kommen. Der macht auf jeden Fall ordentlich Bums. Oh. Das ist nicht gut. Da. Der soll gar nicht denken, dass er hier irgendwas zu melden hat. Da, haben wir alles. Das war natürlich noch nicht der große Gegner, den ich brauchte. Eher so das Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Ist das hier einfach so eine Sackgasse, wo man so reinplatzen kann? Nicht so schön. Okay, komm, wir machen jetzt einfach den Weg weiter, wie er ist. Munition sieht okayisch aus. Eine Menge Abzweigungen. Links, rechts weiß man gar nicht, wo man zuerst lang gehen soll. Oh, bald kommt ja Lies of P. Die Lügen vom Pinocchio. Da habe ich auch richtig Bock drauf auf das Spiel. Aber kann noch nicht sagen, ob ich es spielen werde. Oh, wow, wow, wow. Okay, da geht es gerade irgendwie ab. Ich werde hier ein bisschen ins in die Mangel genommen. Muss gerade ein bisschen auf Entfernung kämpfen. Aber hinter mir ist alles safe. Ja, denkst du, da kommen sie nämlich auch und wollen mich hier flankieren. Ach, weil da noch ein Schütze dabei ist. Ich kann aber auch schießen. Also kann ich gerade nichts aufheben. Ah, mit E, nicht mit F. Ich habe außer den F gedrückt zum Aufheben.
Wollte schon sagen. So. Also ich muss sagen, dieser Level gefällt mir echt richtig gut. Der sieht schon schön aus. Ich mag auch so die Geräuschkulisse. So, schön guten Loot. Guten Loot tut gut. Ich laufe jetzt erstmal hier im Kreis. Und da biegt sich der Weg schon wieder ab, ne? In zwei verschiedene Richtungen. Genau, von hier aus kam ich. Sieht schon alles sehr nach der roten Saat hier aus, oder? Ich habe den ersten Teil nicht richtig gespielt, deswegen kann ich zur roten Saat leider nicht so viel sagen. Yuga, immer gut darin, Gegner auf sich aufmerksam zu machen, obwohl er das gar nicht will. Okay, hier ist eine alte Tempelanlage. Okay, also das Gift tut den Gegnern leider nichts. Ah, wartet mal, wartet. Boah, ey, Peisen vor Peisen. Da ging's jetzt ordentlich ab. Alles gut. Yes, da macht er noch mal den Todessprung. Zum Glück ist das vorbei. Ja, aber happy, dass das vorbei ist, dass wir das überlebt haben. Und ordentlich Materialien einsammeln. Ja, irgendwo ist jetzt noch was auf mich aufmerksam geworden. Oh, ich habe doch noch bestimmten... Nee, ich habe keinen Eigenschaftspunkt gefunden. Keine Eigenschaften gefunden. Mal Eisen. Also irgendwer spielt hier ein schönes Lied. Wieso habe ich das Gefühl, dass mich dahinter der nächste Bosskampf erwartet? Hm. Musik? Hier draußen? Zu mir, freundliches Paxultec. Ich bin hier. So. Freundliches Paxultec, es ist zurückgekehrt. Wer bist du? Ich war noch nie hier. Aber natürlich war es das. Vor langer Zeit sprachen das Paxultec und ich über Lieder und... Natürlich. Es ist nicht dasselbe Paxultec. Verzeih mir. Die Hörner. Dem Paxultec fehlen die Hörner. Dann ist es eine neue Bekanntschaft. Hm, was bringt es zum geplagten Yaesha? Ich muss eine mächtige Kreatur finden? Hm. Es spricht von dem einen von vielen. Dem ehemaligen Gott und Wächter der Pan. Es gibt oder gab kein mächtigeres Wesen in Yaesha. Allerdings ist er jetzt verdorben.
Er ruht jetzt im Taen, verdirbt jeden Ast und jedes Blatt. Reise durch den Tempel zu dem fernen Wald und zum Witwenhof. Dort findest du den Taen. Aber sei vorsichtig, freundliches Paxultek. Denn der Taen ist ein dunkler Ort, verflucht von der Fäulnis, die jetzt unseren Wald verschlingt. Sei vorsichtig. Ich habe ein paar Fragen. Es ist mir ein Vergnügen, Paxultek. Du sagtest, du hättest einen anderen Paxultek getroffen. Wen? Oh ja, das habe ich. Paxultek erweist dieser Welt seit Generationen seine Ehre. Der Ältere, der den es fortnennt. Der Zerstörer, der viele Gesichter tötete. Der Wanderer, der dem Verwüster entgegentrat und überlebte. Leider gibt es keine Melodien über Paxultek. Aber ich hatte Glück, viele zu treffen. Seine Art bringt diesem Pan Freude. Also Ford war hier. Was machst du hier? Ich ruhe mich nur aus. Dieses Land ist nicht mehr sicher, seit uns der eine von vielen genommen wurde. Aber hier hat mich noch niemand gestört. Der Wald stirbt, Paxultek. Das Gleichgewicht hat entweder versagt oder es hat uns verraten. Es gibt jetzt wenig Hoffnung, außer im Lied. Der Wald liegt im Sterben? Selbst in diesem Augenblick, ja. Die Fäulnis verschlingt alle Dinge. Und das Gleichgewicht wendet sich gegen die Bahn. Das Ergebnis ist das gleiche. Es hat langsam in einem entfernten Hain im Wald begonnen. Dann folgte der Tod unseres Gottes. Jetzt erliegen die Bestien, die Götter und die Natur selbst der Fäulnis. Einige geben den Paxultek die Schuld. Aber auch wenn die Paxultek kamen und gingen, hat sich die Fäulnis verbreitet und ist geblieben. Wenn eine Schuld zu finden ist, dann vermutlich bei den Pan. Was kannst du mir sonst noch über diesen Gott, den einen von vielen, erzählen? Gelobt sei der eine von vielen. Sterbliche Wesen lügen. Aber der eine von vielen ist unfähig. Ehrlich, ohne Zweifel. So geht das Lied. Der Gott der vielen Gesichter hat über jede Generation der Pan gewacht. Selbst bevor unsere Leute Ja'esha fanden. Selbst als unsere Lieder den Baum mehr gepriesen haben als den Gott. Doch unsere Unachtsamkeit hatte ihren Preis. Und der eine von vielen wurde getötet von einem, verzeih meine Worte, widerspenstigen Paxultek. Jetzt erlaubt der Verfall unseres großen Baums der Fäulnis Einzug zu halten. Sie infiziert unseren einst so mächtigen Wächter. Ich sorge mich sehr um Ja'esha, freundliches Paxultek. Aber wir müssen den Glauben an das Gleichgewicht bewahren. Der Segen Ja'eshas sei mit dir. Okay, also hier muss ich dann durch. Bedeutet das... Ja, den ganzen Teil hier kann ich alles noch erkunden. Sollte ich auch machen, um hier gegebenenfalls... Geheimnisse zu finden. Aber ich gehe hier erstmal durch, um einen Checkpoint zu erreichen. Genau, hier ist der Checkpoint. So, von hier aus kann ich jetzt nämlich dahin wieder reisen. Weil ich muss ja auch noch mal bald meine Waffen und so weiterentwickeln. Ich habe jetzt eine Menge Stuff gefunden. So. Genau, von hier aus kann ich dann eigentlich mich mal gleich nach rechts arbeiten. Bin immer auf dem richtigen Wege.
Frage mich, wie man das hier am besten mit einem Controller spielt. Ist das eine Bosskammer? Der Schornstein. Den Schornstein hat man doch schon mal in einem anderen Bezug gehabt. Hier war der Brennofen. Dieser Ort ist gruselig. Ah, stimme ich dir. Oh Gott. Ah ja. Machen sich auch gegenseitig Schaden. Oh Gott, und diese Wolken sind giftig. Na los, na los. Ja. Das Problem hat sich von alleine gelöst, aber das Giftproblem leider nicht. Das reicht erstmal. Ein Sarg mit immerhin Sachen drin. Ja, ich muss auch. Oh, ein Eigenschaftspunkt. Nee, Ring der Harmonie, mal wieder ein Ring. Es ist mal wieder ein Ring, den wir gefunden haben. Diesmal der Ring der Harmonie. Oh, erhöht Gesamtschaden um 7%. Ja, 7% mehr Schaden, das ist also flat mehr Schaden, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Also, weil wenn man nur gegen Wände schießt. Ah, ich hab sie schon gesehen. Aber... Okay, da ist ein größerer. Oh, der kann auch noch andere Tricks. Oh, der kann aber richtig gemeine Tricks. Das reicht erst. Saatfäulnis. Habe ich gegen Saatfäulnis was? Nee, scheint so ein dauerhaftes Ding zu sein.
Jetzt bin ich hier ganz schön am Husten. Sie kommen. Ah, fuck, der zaubert die hierher, oder was? Da kann ich irgendwas einstellen in mein Drachenherz. Ja, raus aus mit Ohr. Nicht gut. Ja, wenn ich halt huste. Heilige Scheiße. Ja, was tun gegen Saatfäulnis? Wahrscheinlich ein Item mitnehmen. Auf jeden Fall eine coole Höhle hier. Wenn ich gerade ganz schön Raucherhusten habe. Oh nein, oh nein. Was? Komm schon. Mist. Letzte Kugel. So. Ja, wie gesagt, diese Saatfäulnis ist nicht gerade die angenehmste Sache. Muss mal herausfinden, was ich dagegen machen kann. Mist. Also idealerweise Saatpollen es gar nicht erst bekommen. Ist noch ein Item. Ja, ist ein Eigenschaftspunkt. Oh, Serum der Ghoul.
Okay, gut. Boah, hab ordentlich Eisen gesammelt. Ja, ich hoffe noch auf einen Speicherpunkt hier. Ja, yes, da vorne ist er. Sehr gut. Und dahinter könnte dann die Bosskammer sein. Auf jeden Fall ist hier erstmal ein Speicherpunkt. Und der sollte nämlich auch meine... Ja, das sieht aus wie eine Bosskammer da hinten. So. Okay, hier muss man anscheinend schnell sein. Schnell da runterkommen, wahrscheinlich bevor einem der Strom erwischt. Okay, ihr lieben Freunde meines Kanals, ich würde sagen, wir machen hier ein ganz kurzes Päuschen. Sehen uns wieder in der nächsten Runde von Remnant 2. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder. Haut rein, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. BB, euer Hyuga.